Dieses Video wurde möglich gemacht durch EA Game Changers. Danke für die Bereitstellung des Spiels. Warum? Was ist mit dem? Hi, das ist doch unser Buddy. Der war doch auch da, als wir älter geworden sind. Der ist doch gestorben im Trailer. Oh oh. Ah, das ist ein Zombie. Not the Vampire. Ein Zombie. Oh, Toad hat die Blumenbindenfähigkeit erworben. Mit dem Blumenbindenfähigkeitszeug kann Toad am Tisch Blumenarrangements anfertigen. Mit steigenden Fähigkeitslevel werden weitere Interaktionen freigeschaltet. Und das ist so ein typisch deutscher Satz. Jedes Wort ist scheiße lang. Blumenarrangements. Ja, allein steigenden Fähigkeitenlevel, Interaktionen freigeschaltet. Wenn man sich das mal anguckt auf dem Englischen, wäre das einfach. Ich finde Deutsch super. Das macht er aber schön. Was ist los? Wieso ist er so traurig? Achso, na, der ist überfordert. Der macht das ja zum ersten Mal. Aber ich finde die Vorstellung so knuffig, dass der Toad Blumenarrangements macht. Ja. Ich muss halt sagen, dass ich das großartig finde. Oh, guck mal, ich kenne hier Blümchen. Ist gar nicht. Und weg. Nee, it's gone. Oh. Hat niemand gesehen. Alles klar, mach's gut. Tschüss. Noch ein bisschen Salz. Oh. Ah, das war falsch. Ich brauche Pfeffer. Hier, Pfeffer nochmal drüber. Sehr schön. Hier jetzt noch eine Glockenblume. So oft wie Glockenblumen da reinsteckt. Ich packe die einfach rein. 100 pro ist das zum Schluss einfach nur so ein Berg. Mit einem Gänseblümchen drin. Ja. Bis jetzt sieht's noch ganz nett aus. Aber er ist schon hart am Verzweifeln. Oh. Qualität schlecht. Aber es ist makellos geworden. Ich kann ein Foto davon machen. Mach ein Foto davon. Ab auf Blumengraben. Das sieht wirklich gar nicht schlecht aus. Ich finde es echt ganz schön, muss ich gestehen. Kannst du ein bisschen weiter rauszoomen? Nee. Reinzoomen? Nee. Ist locked. Unsere Kamera ist zu schlecht. Brauchst du eine bessere Kamera für. Ja, und der hat halt noch so ein Nokia-Handy, ne? Das sind so eine Handy-Kamera. Was nicht kaputt geht. Wir können es verkaufen. Vase hinzufügen. Sommervase. Schwarze Vase. Natürlich eine schwarze Vase. Oh, guck mal, wie schön das gleich aussieht. Verkaufen für 12 Simoleons. Ja, raus damit. Meinst du, man kann dann auch Meisterwerke florieren? Fluoreszieren? Ja. Nee, fluoreszieren ist falsch. Aber ich fand das gerade ein witziges Wort. Alle Gießen, die kann er nochmal, geht er nochmal, guck mal nochmal erforschen. Hm. Weil das gibt Gordon-Fähigkeit. Und wir hatten jetzt Floristenfähigkeit, wir brauchen die Gordon. Gordon-Fähigkeit auf 3. Ja, genau. Gordon-Fähigkeit an Kasse 3. Bitte Gordon-Fähigkeit an Kasse 3 ist noch nicht angezogen. Ey, guck mal nach dem Rattentod. Jetzt ach so, Rattentod gut. Für die neu dabei sind. Aufmerksamkeit, Rattentod. Es gibt ja den Tod für viele verschiedene Lebewesen. Mhm. Und das kann ja nicht nur einer machen. Und in der aktuellen Zeit, wo der Tod Urlaub hat, stirbt ja auch kein Mensch. Mhm. Und der Tod ist sehr, sehr befreundet mit den anderen Tods. Ja. Eben auch mit Rattentod. Eben auch mit dem Rattentod, der für das Tierreich zuständig ist. Richtig. Und der macht auch so ein bisschen Urlaub. So wie ich Urlaub mache, halt, er ist da. Und ab und zu verschwindet er. Genau. Man sieht ihn auch mit einer Rakete abhauen. Ja, und definitiv. Ich wette, die hat Waffen dran. Und dann fliegt er einmal über den Strand und dann Vogelsterben. Übrigens, sowohl der Rattentod als auch Toad selbst reden in Großbuchstaben. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Solltet ihr also irgendwas zitieren in den Kommentaren oder irgendwelche Gespräche aufschreiben, der Toad spricht in Caps Lock. Das weiß man, seit Terry Pratchett ist das so. Au, 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 Flugzeug. Au, ah. Ist halt nicht so menschenfreundlich, der Rattentod. Nachher ziehen wir uns den Rattentod an. Man kann ja von so einem Tier bis sterben in dem Spiel. Wie ja, faulenzen im ja, Pool. Mach mal. Ja, willst du, aber es ein bisschen nass und kalt. Hä? Ich will nur sehen, wie sie in dem Planschbecken rumspringen. Ach, ist Buffy, die war im Dschungel und hat eh ganz andere Dinge erlebt. Ja, eben. Ne? Kinder können da drin spielen, erwachsene Sim können drin faulenzen. Mhm. Alles klar, das sieht so aus, als wäre es gemacht für so wie den Pancakes, weißt du, mit so einem dicken Bauch und dann mit einem Bier drin. Weißt du, und dann kommt klein Timmy, Papa, ich will jetzt spielen und planschen. Ja, oh, Timmy, hol mir noch ein Bier. Ja, wahrscheinlich. Nee, hol mir noch ein Pancake.
Also der Pancakes hat hundertprozentig so einen schwimmenden Teller mit Pancakes draufstehen. Hey, boah, der hat Pancakes. Den auf seinem Bauch. Ja, das auch. So, was ist jetzt hier los? Oh Gott, hab mich gerade am Pancake verschluckt. Krämpfe, verschlucken, Franz ist voll in seinem Element. Ja. Du musst die Gartenfähigkeit, mach jetzt mal Gartenfähigkeit. Ja, wir haben ja super Bücher dafür. Wir hatten dann Band 1. Aber es war leichter, ihnen die Gartenfähigkeit beizubringen, als er noch keine Bedürfnisse hatte, die er befriedigen musste. Ja, das war halt ganz praktisch. Wobei, es geht ihm ganz gut. Haben wir Manfred schon vorgestellt? Manfred. Oh, Leute, Manfred, auf ganz einer wichtig. Auf Expedition von Buffy, auf der ersten Expedition von Buffy allein. Oh, er stinkt wieder. Das hat aufgehört, okay, es ist gut. Sehr der gut. hat halt Blähungen, er verträgt das Futter nicht so gut, das ist ein Alien. Ja. Der schlüpft aus einem Alien ein. Erste Dschungelexpedition, ja. kam gleich mit raus. Wobei wir halt auch sagen müssen, da gibt es ja noch mehr Artverwandte von. Mal gucken, vielleicht finden wir irgendwann die Schnecke. Aber die Schnecke ist bei Franz und mir zu Hause. Ja, ich glaube, das sind befeindete Völker. Es gibt übrigens eine Modifikation, so wie die wieder funktioniert, da kann man die benennen. Aktuell ist es noch ein lebendiger pinker Wal. Auch und immer. Rechts daneben ist eine gefakte Maske. Die haben wir behalten. Das ist eine Fälschung und weil man verkauft ja keine Fälschung. Deswegen hat Buffy eigentlich immer noch ein paar Steinchen rumliegen, die sie erforschen kann? Oder? Ja, wir können noch ein bisschen arbeiten. Lass mal ein bisschen arbeiten. Einmal musst du das hier verkaufen, ja, an Sammler bitte. Verkaufen, bitte. An welchen Sammler denn bitte? Irgendwer kauft das. Ja, wahrscheinlich Klein Timmy. Ich bin immer noch dabei, das zu planen. Ich habe die ganzen Gemälde mir mal rausgezogen aus dem Spiel. Hm. Ich will die ganzen Gemälde nachstellen in Real Life. Nachstellen oder nachmalen? Nachmalen. Also nachstellen auch so ein bisschen, weil manche Sachen davon sind abstrakt. Da werde ich wohl ein bisschen mehr machen müssen. Artefakte authentifizieren, nicht authentifizierte Maske. Dann nehmen wir mal die. Vielleicht ist da keine Fälschung. Raus da jetzt aus dem Pool, faule Sau. Hopp, jetzt raus hier. Es ist kalt. Die holt sich noch einen Tod. Ist halt so. Und jetzt ist sie nicht auch nass. Okay, sie ist ein bisschen kühl. Ja. Ne, war ja auch ein bisschen kalt, aber trockene Kleidung hat sie aus unerfindlichen Gründen. Ja, weil sie sich hier umgezogen hat oder so. Oder? Boah, das ist voll kacke, dass wir keinen Wäschetrockner haben. Das ist das dann immer auf der Leitung. Ah ja. Genau, so war das geplant. Die ist ja auch ein Teleporter nebenbei. Das ist vollkommen normal. Level 3! Ja, voll geht doch. Ja, moin, Leute. Voll schön. Beförderungsauf... Das bin übrigens ich. Hallo, ich. Und ich gucke so ein bisschen angepisst. Wir können mal dafür sorgen, dass sie meine Haarfrisur hat. Die gibt's nämlich jetzt endlich im Spiel. Auch die Katzenöhrchen? Theoretisch ja. Mag die. Ja, ich weiß. Die trägst du, wenn du schläfst. Und beim Duschen. Das ist übrigens Benjamin. Der kommt aus meinem Bauch. Richtig. Und aus dem Bauch irgendwo dann in die Welt. Wir wissen es noch nicht, wie es passiert. Ich werde immer ohnmächtig. Wolltest du die nehmen? Also ja, du so wolltest sie nehmen. Nee, stimmt, immer, stimmt, ne? Stimmt. So, also ich meine, guck. Aber der Scheitel sitzt andersrum. Den trage ich ja immer unterschiedlich. Na gut, dann... Beim Sport habe ich die 100% nehmen Sie die nicht. Frisur. Das auf jeden Fall. Oh, mach mal zurück, da siehst du so brav aus. Was ist denn da los? Was trägst du denn da für Klamotten? Sowas besitze ich. Früher habe ich nur Rollkragenpullover getragen mit zurückgebundenen Dutt hinten. Als ich die ganz langen Haare hatte, immer nur mega den Dutt, die Brille und Rollkragenpullover. Ich sah aus wie die Sekretärin aus den Filmen, die man nicht guckt ab einem gewissen Alter. Du meinst, die man guckt ab einem gewissen Alter? Nein, das macht niemand. Nein, macht niemand. So, jetzt, wie sehen denn eigentlich meine Sommerklamotten? Cool, das ist ja richtig glücklich. In Schwarz. Das würde ich tragen. Ich auch. Den Gürtel vielleicht nicht, aber ansonsten. Kannst du nochmal zurückgehen? Warum ist da ein pinkfarbener, rosener... Ist das rosa oder pink? Das tut schon ein bisschen weh, ne? Ist das rosa oder pink? Das ist meine erste Frage. Das ist Frage. Pink, definitiv. Warum... Oh, ist das ein Tentakelkleid? Oh, Sushi! Das ist mein Sommeroutfit, das will ich auch haben. Warum gibst du es nicht? Mach mal Merch. Das ist das. Hey, mach du doch mal Merch. Mach du doch mal Merch. Ey. Mach du Merch, dann kannst du auch tragen. Okay. Das erinnert mich an deinen Pullover, den du neu hast. Alter, sowas würde ich halt auch tragen. Ultra die Geschmacksverirrung, so kenne ich mich aber. Das ist zu sportlich. True Story.
Definitiv, das ist in Ordnung. Ja, cool. Das Oberteil ist jetzt vielleicht auch, wenn der Sommer ja kommt. Wir haben noch so viele Sommer. Irgendwas würde ich heute auch voll tragen, aber ich darf nicht jünger aussehen als meine Tochter. Wobei, ich bin Vampir, ich altere nicht und das ist ihr Problem. Links. Runter. Ja, ich, ich bin eine Eiskunstläuferin, deswegen trage ich das übrigens fürs Eiskunstlaufen reingebracht. Russische Eiskunstläuferin. Mhm. Warum habe ich so breite Taille? Siehst du, Buffy hat es nämlich von dir und nicht von mir. Nee, das sind Hüften. Vielleicht bist du auch dick geworden. Das kann sein. Guck mal. Ja, ich bin ein bisschen pummeliger geworden. Wovon denn? Du trinkst Blut. Eigentlich sollten Vampire nicht zunehmen können. Das ist komisch. Jahreszeiten, sowas. Das ist ein bisschen sehr gewagt. Das hier, das würde ich noch anziehen. Oho. Was hast du denn immer für Probleme? Na, vielleicht ein paar Probleme mit meinen Sehnerven, aber ansonsten. Sei froh, dass ich das da trage. Autismus kickt in. Pass auf, sonst hol dich der Tod. Ja. Und was ziehen wir dir an? Guck mal diesen Muskelberg an. Guck mal meine Hüfte. Guck dir diesen Body an. Mach mich mal nackig, bitte. Guck dir mal meine Hüfte an. Dreh mich mal. Ich hab überhaupt keinen Pillemann. Das ist gar nichts. Du kannst halt mit dem Tod nicht mithalten. Ja, das ist ja... Das ist nur ein Knochen. Das ist ja auch eine übelste Sense. Ja, selbst mit dem Knochen kann man... So. Satzende. Rosa steht hier wirklich. Und was ja, sind weil die Sims... Was sind deine Sommerklamotten? Ja, ich frage mich gerade, kannst du die Flecken auch nur rot machen, so dass es aussieht, als hätte ich eine, weiß nicht, Kettensäge bedient? Oh, lol. Sugar Daddy Summer Style mit den Ohrringen, ist das schrecklich. Ich habe einen Ohrring? Ja, du hattest gerade zwei Ohrringe. Das geht halt noch gerade so. Das ist der Tod. Was hier? Wieso habe ich... Bin ich bei den Pfadfindern wegen des Schals? Das, guck dir meine Beine an. Ich kann doch nie und nimmer eine kurze Hose tragen. Da denken doch alle, ich habe irgendeinem Affen die Beine gestohlen. Das geht nicht mit dem Bändchen. Guck dir, nee, ich trage doch kein Halstuch. Allzeit bereit. Die Zeiten sind vorbei. Beziehungsweise da bin ich gerade erst geboren. Ist ja gut. Freundschaft. Das sind deine Winterklamotten. Nee, sehe ich jetzt nicht. Sowas schon eher. Oh, in Rot vielleicht. Nein. Ich bin Santa Claus, Wichtel. Oh mein Gott. Alter, das ist Aquamans Hose. Das stimmt. Das geht nee, also das würde schon eher gehen. Ich meine, ich habe ja auch einen grauen Mantel und ich ziehe darunter ein Hemd mit einem Schal und einer Hose. Das stimmt schon, das ist schon richtig. Das wäre schon, ja. Wobei das deutlich schicker aussieht, als das, wenn ich das trage. Dann aber wenigstens in dunklen Tönen. Ja, ja, ich bin ein Erdmann. Ja. Geerdet. Und gibt's auch was für Kinder? Nein, Benny! Der muss erstmal erwachsener werden. So, das ist seine Sommerklamotten. Nee. Und seine Winterklamotten. Ja, das ist doch. Dieses Zombie-Kind ist. Das ist großartig. Vampir-Kind. Wunderbar. Ja, finde ich gut. Würde ich tragen. So laufe ich jedenfalls gibt's auch zu Hause rum. Gibt es neue Sachen für die Haustiere? Nee, leider nicht. Ja, sie wollten nicht sich wieder den Ärger an Land ziehen, dass sie sagen, oh, da muss man ja noch ein Pet besitzen, damit man die Sachen nutzen kann. Ah, I see. Da sind ihnen halt die Hände gebunden. Auf deiner Seite würden sie es gerne, aber auf der anderen Seite können sie es nicht, weil die Community sonst rentet. Und dieses Pack ist eh schon schwierig, weil offensichtlich hast du erstmal nicht so viel Neues. Es gibt ja keine neue Welt und so weiter und so fort. Aber es sind so viele Kleinigkeiten neu und überarbeitet und verbessert, dass es das ganze Spiel so ein bisschen besser macht. Ja, wir können ja mal gucken. Öffnungszeiten. Guck mal, wir haben wieder 13.000 Simoleons gemacht. Wir waren wieder für 373 Stunden geöffnet. Danke, Katja. Ein paar Luden mitgearbeitet. Okay, gut, alles klar. Aber wir haben immer noch nur einen Stern. Ne? Warum trägst du sowas? Ach, weil Liebestag ist und du irgendwas tust. Ich habe keine Ahnung. Plötzlich bin ich drin, aber ich bin ja auch ein Vampir. Hallo. Die Wohnung sieht aber reich aus. Warum sind wir denn jetzt bei dir? Ja, weil ich die ja angeklickt habe. Oh, so süß. Die dürfen jetzt nicht Techtelmechtel, ne?
Wir wissen nicht, was die jetzt gleich miteinander machen werden. Wir haben Liebestag. Wir können auch nochmal Liebestag machen. Alter, mein Inventar. Kann ich nicht. Ich kann doch jetzt machen. Nein, bleib. Wo bist du denn? Oh Gott. Ich kann ihr doch jetzt Dinge schenken. Dann kann ich ihr doch auch irgendwie Sachen, die ich in meinem Inventar habe, schenken, damit sie die, ordentliches Geschenk. Hör mal auf, dich zu porten. Plasmafruchtbaum könnte sie anbauen für Mama? Nö, dann kämen die ja noch häufiger. Ich kann ihr ein kleines Pop-Art-Gemälde schenken. So als... Oder ihr... Oh, das Einhorn. Das war ihr Lieblingsspielzeug. Das Einhorn? Ist süß. Ja, das Lama-Einhorn. Einhorn-Lama. Das da. Das hier. Sprechendes Spielzeug. Waffelhörn. Das Einhorn-Lama. Ey, hi Kind. Hier, Geschenk für dich. Ah, Mama, danke schön. Ja, hier, pack aus. Oh, mein Lama. Mensch. Ja, gehört eigentlich mir eh schon. Okay. Aber danke für das Geschenk. Na gut, dann gehen wir wieder, dann machen wir es am besten einfach auch über in eine Stelle ein bisschen bearbeiten. Ja, gut. Das ist aber ein schneller Haushaltswechsel. Eventuell möchte ich Buffy auch noch was Buntes anziehen. Sie sieht so grau aus in den Klamotten, man sieht sie gar nicht in der Wohnung, weil alles so braun ist. Das stimmt. Ne? Er ist cool. Kannst ja sagen, was du willst. Buffy ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen zu bieder. Genau, das hatte ich im Kopf. Das ist zu Mama-like. Die darf nicht. Die muss jünger aussehen. Sie ist keine Mama. Definitiv nicht. Prinzessin Leia. Was zur Hölle war das denn? Das ist auch aus Star Wars. Oh, guck mal. Nee. Au, knuffig. Ja, das ist so, was junge Frauen tragen. Ja, wo man halt den BH sieht. Ja. Hast du damit Probleme? Nee, aber das machen junge Madames. Oh, Zombie-Klamotten, das passt ja voll zu Toad. Das tragen die nur im Schlafzimmer ab und an mal. Boah. Für Spiele. Das ist immer noch meine Tochter, das ist immer noch deine Tochter. Perfekt. Das ist einfach perfekt. Jetzt muss man nur eine Farbe finden, die sich macht. Die ist schön, die ist nicht so schön. Oh, ist das... Das ist süß. Nein, die hat einen Hund auf... Nein, die braucht ein dickes Kätzchen. Na gut, dickes Kätzchen. Da! Und jetzt kriegt sie noch einen passenderen Armreif dazu. Und die machen wir auch noch heller. Beziehungsweise, nee, warte mal. Flache Schuhe und dann kriegt sie die mit dem Kätzchen. Kätzchenschuhe. Hier in hell. Und die Halskette geht gar nicht. Nein, das ist keine gute Halskette, Madonna. Das ist ganz schön kacke, ne? Was ist denn hier? Oh, das ist neu dazugekommen. Passt alles nicht so. Was ist das? Das ist eine Kätzchenholzkette. Was gibt's hier in hell? Ja, dann hat sie ein Kätzchenhals. Das ist ja voll süß. Gibt's hier nicht auch irgendwie eine Muschi-Ohrring? Da! Ja, das sind kleine Kätzchenohrringe. Unser Job hier ist getan. Job's done.